Hallo, ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu dieser neuen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Blackout. Morgen ist es zu spät, ein Roman von Mark Elsberg, der zahlreiche Auszeichnungen bekommen hatte. Ich habe ein preisreduziertes Mängelexemplar, weiß aber ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, woher ich es habe. Es kann sein, dass ich das im Coming Soon Video erzählt habe, aber das ist jetzt schon eine Weile her und ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wo ich das Buch gekauft habe. Auf jeden Fall scheinbar aus irgendeiner Krabbelkiste. Ich vermute es mal bei Kaufland, muss ich sagen. Aber ich bin mir da jetzt echt nicht mehr sicher. Blackout, das ist so ein Buch, das ist, da steht Roman drauf, fühlt sich aber wie ein Thriller an. Also bei mir zumindest ist das so, das passiert ab und zu mal, dass, also eher ist es mir immer andersrum passiert, dass auf einem Buch Thriller drauf stand und ich aber eher so ein Romangefühl hatte. Und bei dem war es jetzt genau andersrum, mir steht drauf, es ist ein Roman, aber ich fand da halt sehr, sehr viele Thriller-Elemente, deswegen hat sich es eher für mich wie ein Thriller angefühlt. In Blackout geht es darum, dass in fast ganz Europa gleichzeitig der Strom ausfällt. Es ist ein Hackerangriff auf die Kraftwerke, auf die Stromanbieter, alles Mögliche. Und von einem Moment auf den anderen ist einfach überall der Strom aus. Wir werden reingeworfen in eine Szene, wo ein Mann namens Piero Manzano auf einer Straße unterwegs ist, wo dann halt überall die Ampeln ausfallen und es gibt einen großen Autocrash. Er ist da auch ein bisschen involviert, aber er ist nur leicht verletzt. Es geht auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend los und auch eine sehr packende Szene, in die wir da eben reingeworfen wurden im ersten Kapitel gleich. Piero erzählt uns dann, was er so sieht auf dieser Straße. Also die Menschen, die dort rumstehen und die nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Natürlich dann auch die Verletzten in den Autowracks, die da ineinander gerast sind. Und das ist alles nicht ganz so einfach. Piero ist unser Hauptcharakter, einer der Hauptcharaktere in dem Buch. Es gibt noch mehr, auch noch mehr Handlungsstränge, aber auf die werde ich jetzt nicht so genau eingehen, weil das wäre dann einfach zu viel. Außerdem erinnere ich mich irgendwie nicht so richtig, also hinten drauf steht 4 Handlungsstränge, aber ich habe jetzt so viele Personen im Kopf, dass ich nicht genau sagen kann, welche 4 Handlungsstränge das jetzt sein sollen, um ehrlich zu sein. Ich fand, es hatte mehr Handlungsstränge als 4, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall ist, wie gesagt, Piero, unser Hauptcharakter, ist Italiener und wohnt in Mailand. Dort, erleben wir dann auch diesen Autounfall. Er geht dann nach Hause und bemerkt auf dem Weg dahin natürlich, dass überall der Strom ausgefallen ist. Viele Leute haben natürlich Notstromgeneratoren, aber die sowas nicht haben, sind halt total unvorbereitet. Es geht einfach plötzlich nichts mehr, es ist abends und nirgendwo brennt mehr Licht. Er kommt zurück in seine Wohnung und tauscht sich dort mit seinem Nachbar aus, der natürlich auch keinen Strom hat. Und die Toiletten funktionieren noch nicht. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall bemerkt Piero aber, dass auf seinem Smart Meter, glaube ich, hieß das Ding, so eine Art Stromzähler, irgend sowas, was überall in Italien eingebaut wurde. Da steht ein ganz komischer Code da und Piero ist IT-Spezialist. Er hat auch früher Hacker-Sachen gemacht und er kennt sich damit ein bisschen aus, versucht dann rauszufinden, was genau dieser Code da bedeutet. Und er stellt die Theorie auf, eben, dass jemand einen Hackerangriff gestartet hat auf die Kraftwerke und die Stromanbieter. Und dass es deswegen dazu gekommen ist, dass überall der Strom aus ist. Zwischenzeitlich ist dann der Strom wieder da, aber nur für ein paar Stunden und danach ist auch wirklich alles tot. Das ist so das, worum es geht. Also Piero versucht, anderen Leuten mitzuteilen, höheren Institutionen mitzuteilen, dass jemand von außen diesen Stromausfall hervorgerufen hat, aber ihm wird nicht so richtig zugehört, es wird ihm nicht geglaubt. Und als ihm dann endlich geglaubt wird, werden ihm E-Mails zugespielt, die dazu führen, dass alle Leute denken, er wäre mit involviert in diese ganze Sache. Und daraufhin muss er dann auch flüchten. Er kommt nach Deutschland, eigentlich um dort zu helfen, wird er aber festgenommen und muss dann flüchten. Und ist alles sehr spannend. Er hat dann auch eine Frau an seiner Seite,
die vom Fernsehen kommt. Sie ist Kamerafrau, sie hieß Shannon, glaube ich. Und mit ihr zusammen erlebt er dann so einiges. Da gibt es dann, wie gesagt, noch mehr Personen, mit denen er dann aneinander gerät und die ihm dann helfen, je nachdem. Ja, auf jeden Fall steht natürlich im Vordergrund, dass die Leute alle auf dem Trockenen sitzen. Also es ist, ja, der Strom ist für sehr lange Zeit weg. Es ist über eine Woche. Also wir hatten bestimmt alle schon mal einen Stromausfall. Aber das war dann immer nur eine Stunde bei Gewitter oder so. Oder gut, das war jetzt vielleicht in der DDR ein bisschen anders für die Älteren unter euch. Habe ich jetzt nicht so miterlebt. Da war ich noch nicht ganz auf der Welt. Vielleicht gab es da größere Stromausfälle, aber ich persönlich kenne es jetzt nur, dass mal ein, zwei Stunden oder vielleicht mal ein Abend der Strom weg war und dann ging aber alles andere noch, also die Klospülung zum Beispiel, das ging alles noch. Und ja, in dem Buch ist aber für über eine Woche der Strom weg, komplett. Und das stellt die Menschen vor viele Herausforderungen. Und das ist auch das, was der Roman uns zeigen soll. Also das ist eben, dass die meisten Leute einfach nicht vorbereitet sind auf so eine Situation. Viele Menschen sterben in dem Buch und ist alles nicht ganz so einfach. Vor allem dann auch, als die Menschen langsam anfangen, dann durchzudrehen und versuchen, die Regierung zu stürzen, weil die denken, dass die das waren und ja, gebt uns Strom. Wieso habt ihr Strom? Wieso habt ihr einen Notstromgenerator und wir nicht? Und die Versorgungslage ist auch nicht die beste. Also die Menschen wissen nicht, was sie essen sollen. Es ist alles verdorben, alle frischen Lebensmittel und es kommt noch keine neuen, weil ja, es einfach kein Benzin gibt für LKWs, die Essen liefern könnten. Ist alles ganz, ganz schwierig, die Situation. Und ja, hier hinten drauf steht, dass Andreas Eschbach gesagt hat, dass er froh war, dass das Licht ging, als er dann abends nach Hause kam. So, als er das Buch gelesen hatte, meine ich jetzt. Das war jetzt echt schlecht wiedergegeben. Er hat geschrieben: Mir ging es gestern Abend so, dass ich, als ich auf den Lichtschalter drückte und es hell wurde, dachte, puh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also mir persönlich ging es auch so, dass ich jetzt im Nachhinein nach dem Buch wirklich froh bin, dass wir Strom haben, ganz einfach. Und ja, wir können echt froh sein, dass wir Strom haben, ganz einfach. Also wenn ich mir vorstelle, dass sowas wirklich passieren könnte, es kann ja wirklich passieren. Und ja, fragt man sich schon, wie man selbst dann darauf reagieren würde und ob man überhaupt darauf vorbereitet wäre. Ich denke nicht. Also wir können uns das alle jetzt überhaupt nicht vorstellen, dass das tagelang der Strom weg wäre. Und das Buch zeigt uns eben, was passieren würde, wenn es tatsächlich mal so weit kommen sollte. Es gibt ein paar Szenen in dem Buch, die sind aus Sicht oder ja, doch aus Sicht der Kommandozentrale geschrieben, von den Leuten, die das Ganze inszeniert haben. Ich muss sagen, dass ich die Szenen sehr verwirrend fand. Also am Anfang kam ich damit überhaupt nicht klar. Es waren immer nur kurze Ausschnitte. Später fand ich es dann wesentlich interessanter, aber zwischendurch hat es mich eher am Lesefluss gestört, als dass es mich jetzt irgendwie weitergebracht hat, diese kommandozentralen Szenen zu lesen. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Ich weiß aber nicht, woran es lag. War jetzt für mich nicht so interessant. Ich fand es allgemein auch am Anfang recht trocken, das Buch, muss ich sagen. Ich kam ein bisschen schwer rein. Es war zwar spannend, vor allem die erste Szene war sehr spannend, aber diese ganzen Technik-Sachen, die dann halt kamen, das war jetzt nicht so meine Welt. Ich kann verstehen, dass Marc Elsberg das mit reingenommen hat, weil das muss einfach dort mit rein. Aber ich fand es halt ein bisschen trocken, muss ich sagen, wenn das so erzählt hat, wie das in den Kraftwerken so abläuft und ja. Konnte ich jetzt alles nicht so nachvollziehen, dass mein Geist dann abgedriftet und das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, ansonsten fand ich das Buch sehr spannend, aber das Ende war eher unbefriedigend für mich. Fand ich jetzt nicht so toll. Alles in allem würde ich sagen, es war durchwachsen. Es war, wie gesagt, hatte dieses Thriller-Gefühl und Thriller sind ja jetzt nicht unbedingt mehr so meine Welt. Ich kann es leider nicht als Roman betrachten, das geht nicht. Dafür hatte ich mir zu viele Thriller-Elemente. Ich fand es auch teilweise vorhersehbar. Also ein paar Sachen, die dann so genannt wurden, die dann auch wirklich so passiert sind. Und
wo ich dann schon vorher wusste, ach, mit dem passiert dann gleich das und das. Das war ein bisschen blöd. Es gab eine Szene in einem Gefängnis, die ich sehr, sehr gut fand, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber leider war das nur eine sehr kurze Szene. Ja. Also es war eher durchwachsen. Es ist ein Bestseller. Und wie gesagt, auch sehr viele Auszeichnungen hat das Buch gekriegt. Es war sehr spannend, sehr informativ. Aber mir hat einfach irgendwas gefehlt, so. Meine Ausgabe ist aus dem Verlag. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt einfach mal so. Und es kam raus im Jahr 2012, glaube ich. Oder 2013. Ah, 2012 kam es raus. Genau. Für Ursula. Und ja. Es ist wohl alles fiktiv, steht hier. Marc Elsberg hat auch, wie im Nachwort steht, oder war das ein Nachwort? Ja, es gibt ein Nachwort, aber ich glaube, da war noch aktualisiertes Nachwort und da war noch ein. Habe ich mir das eingebildet, aber irgendwo war da noch ein Interview oder bin ich jetzt bescheuert oder war das ein anderes Buch? Ganz ehrlich, ich glaube, ich irre mich gerade. Irgendein Buch, da gab es hinten noch ein Interview drin, aber ich glaube, das war nicht das hier. Ach, es ist ganz, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall steht im Nachwort drin, dass Marc Elsberg ein paar Sachen in dem Buch hier verändert hat. So vom Technischen her, damit eben niemand einfach so einen Hackerangriff jetzt aufgrund dieses Buchs hier machen kann. Und also damit das keine Anleitung bietet, wie man sowas durchführen sollte. Ja, das fand ich auch sehr interessant und sehr, sehr informativ, muss ich sagen. Ja, eigentlich kostet das Buch 9,99 €. Ich finde es von der Aufmachung her sehr schön, also schwarz-rot gefällt mir sehr gut. Das Cover scheint zu leuchten, es sieht mystisch aus und ja, gefällt mir sehr gut. Hier hinten drauf ist dann noch, also wie gesagt, meins ist ein Mängelexemplar, deswegen habe ich jetzt hier einen Strich durch. Aber hier hinten sieht man dann noch eine Weltkarte mit roten Punkten und man sieht, dass in Europa die meisten roten Punkte sind. Das heißt wohl, am meisten Strom dort fließt. Und genau dort ist dann halt dieser riesengroße Stromausfall. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es nichts weiter zu dem Buch zu erzählen. Ich fand es, wie gesagt, eher durchwachsen. Es war lesenswert, aber es hat so viele Seiten, das habe ich noch gar nicht gesagt. Es hat so viele Seiten, dass ich auch nicht denke, dass ich es jemals in meinem Leben nochmal lesen würde. Es hat sich sehr in die Länge gezogen. Es hat insgesamt 796,5 Seiten. Das ist viel. Und ich denke, das ist auch dann einer der Gründe, warum die Leute vielleicht nicht nach dem Buch greifen. Ich habe schon mitgekriegt, dass es viele Leute gibt, die solche langen Bücher einfach nicht mehr lesen wollen, denen das zu anstrengend ist. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich kann es im gewissen Maße nachvollziehen. Ich mag so lange Bücher, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Es kommt immer darauf an, wie es geschrieben ist. Wenn es sich zieht wie ein Kaugummi, dann ist es natürlich nicht so toll, wenn es so viele Seiten hat. Aber bei den meisten Büchern habe ich da eigentlich keine Probleme. Hier ging es auch eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt 2 Wochen dafür gebraucht, aber naja, es ist okay. Wie gesagt, zwischendurch war es hatte seine Schwächen zwischendurch und deswegen kam ich dann auch teilweise nicht so gut durch. Dann gab es wieder andere Stellen, wo ich sehr, sehr gut durchgeflogen bin. Die letzten 50 Seiten habe ich, glaube ich, in einem Rutsch gelesen oder die letzten 100 Seiten, dann an einem Tag und dann ging das auch wieder. Ja, es war durchwachsen, ganz einfach. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, was das ist schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche, hoffentlich. Und bis dann wünsche ich euch wieder alles Gute und bis dann.